Okay, let's get started. And you bucketheads are gonna be sorry when my uncle, the Emperor, finds out you're keeping me here against my will. I'm not looking for a friend. I'm looking for a Jedi Master. Jedi Master, Yoda. You seek Yoda. You know him? Take it to him, I will. Seit Jahrzehnten kennen wir Yoda als Jedi-Meister, der mit komischer Grammatik redet, zum Teil auch verklausuliert. Man könnte es abtun als Eigenart seiner Spezies oder als persönliche Präferenz von George Lucas bzw. Darsteller Frank Oz. Schon das wäre stark vereinfacht und es hat sich möglicherweise geändert. Bestimmte Momente in jüngeren Star Wars Geschichten haben ein besonderes Licht auf Yoda geworfen. Ich denke vor allem an Yaddle in Tales of the Jedi. Da sagt sie zum Beispiel in einer Auseinandersetzung mit Dooku: Whatever lies he's told you, whatever you have done, you can make up for it now by bringing him to justice. Da hören wir Yaddle, viele von uns hören sie zum ersten Mal, ein Mitglied von Yodas Spezies. Aber sie spricht ganz anders als Yoda. Das ist ein Punkt, wo ich hellhörig wurde. Und ich denke auch an das, was Luke in The Book of Boba Fett über Yoda gesagt hat. Luke erzählt dort Grogu über seinen alten Meister. That's how he talked. He would speak in riddles. So hat er gesprochen, er sprach in Rätseln. Deswegen die Frage, warum agiert Yoda, wie er agiert? Warum in Rätseln Yoda spricht? Ich bin Kevin, willkommen bei Bucketheads. Wird er je beenden, was er beginnt? Glaub mir, ich werde dich nicht enttäuschen. Ich habe keine Angst. Doch. Du wirst Angst haben. Du wirst Angst haben. Dass ich darüber spreche, ist das Ergebnis einer Abstimmung unter denjenigen, die Bucketheads unterstützen. Das geht auf Patreon und das geht inzwischen auch auf Steady. Ich hatte zur Auswahl gestellt dieses Thema, warum in Rätseln Yoda spricht. Und das zweite Thema war, wie Luke Skywalker mit Hilfe der Hohen Republik zum Jedi wurde. Was ich damit meinte war, nach dem Duell mit Darth Vader in Cloud City musste sich Luke Skywalker ja neu positionieren. Er war gedemütigt, er hatte seine Hand verloren, sein Lichtschwert war weg und nebenbei noch diese beunruhigende Erkenntnis, der dunkle Lord da, das ist mein Vater. Danach stellte sich für Luke die Frage ganz neu, was bedeutet es wirklich, ein Jedi zu sein? Und da zeigen jüngere Comics, Luke kriegt dabei unerwartete Hilfe aus der Zeit der Hohen Republik. Damit hätte ich mich in einer Folge auseinandergesetzt, aber die Unterstützenden haben sich anders entschieden. Ganz knapp 48% waren für Luke und die Hohe Republik als Thema, 52% haben sich entschieden für »Warum in Rätseln Yoda spricht«. Auf das Thema gekommen bin ich, wie gesagt, vor allem über den Auftritt von Yaddle in der Serie Tales of the Jedi. Dort in Folge 4 sehen wir sie ja zusammen mit Dooku und Qui-Gon Jinn. Unmittelbar, nachdem Qui-Gon Jinn dem Jedi-Rat berichtet hat von seinem Aufeinandertreffen mit Darth Maul auf Tatooine. Dooku macht eine Stellungnahme über den Rat und Yaddle verteidigt den Rat. I've been warning them about the coming darkness for years. Never to be taken seriously. Speaking on behalf of the Council, there's no reason to cause undue alarm. So you doubt his claim? No, I do not. But the wisdom of the Council is to be cautious until we know more. Yaddle spricht hier mit der Stimme von Bryce Dallas Howard, Schauspielerin und Regisseurin, und mit einer Grammatik, die unauffällig ist. Yoda hätte Yaddles Worte vielleicht so aufgebaut. To be cautious until more we know the Council's wisdom is. Kleiner Schlenker zur deutschen Fassung von Tales of the Jedi. Dort wird Yaddle gesprochen von Antje von der Aal, genau wie in Lego Star Wars. Und auch diese deutsche Yaddle
agiert grammatikalisch solide. Ich spreche im Namen des Rates. Es gibt keinen Grund dafür, besorgt zu sein. Ihr zweifelt an seiner Behauptung? Nein, das tue ich nicht. Aber wir sollten den Entscheidungen des Rates folgen und vorsichtig sein. Solange, bis wir mehr wissen. Die Frage darf also sein, warum spricht Yaddle nicht auch so wie Yoda? Oder umgekehrt, warum spricht Yoda nicht so wie Yaddle? Da kann man jetzt von verschiedenen Perspektiven rangehen. Was ist in Anführungszeichen normal für die Sprechweise von Yodas Spezies? Kann es da überhaupt eine sogenannte Norm geben? Weil für die Spezies Mensch gibt es ja auch nicht die eine Sprechweise, noch nicht einmal innerhalb einer Sprachgruppe. Aber in Star Wars haben wir nun mal aus Yodas Spezies Stand heute nur diese beiden erwachsenen sprechenden Individuen. Yaddle spricht, wie alle anderen um sie herum sprechen, Yoda dagegen spricht mit einer alternativen Syntax. Und vor dem Auftritt von Yaddle wäre ich geneigt gewesen zu sagen, er konnte vielleicht nicht anders. Vielleicht hängt das sogar mit seiner Spezies zusammen. Aber Yaddle widerlegt das. Deswegen diese These, Yoda hat sich dafür entschieden, so zu sprechen. Wie komme ich darauf? Und warum sollte Yoda das tun? In The Book of Boba Fett gibt es diesen bemerkenswerten Moment, dass Jedi-Meister Luke Skywalker den kleinen Grogu ausbildet. Das berührt für mich mehrere Ebenen. Unter anderem, Luke trainiert hier sozusagen die Babyfassung der Person, die damals ihn selbst trainiert hat. Der Schüler wird zum Meister auf eine sehr pikante Weise. Er gibt etwas weiter, was er zuvor gelernt hat, verbunden mit dem Ziel, Yoda, der kleine grüne Kerl, war der letzte Meister der Republik und Grogu, der andere kleine grüne Kerl hier, könnte der erste Jedi-Schüler der neuen Republik werden. Das ist in sich potenziell schon ein schöner Zirkelschluss. Was für uns jetzt aber wichtiger ist, Luke geht es hier in diesem Moment auch um sein persönliches Erkenntnisinteresse. Er hat offensichtlich einen Drang, etwas über Yodas Spezies zu erfahren. Er fragt Grogu, erinnerst du dich an jemanden zu Hause, der so gesprochen hat? Have you heard anyone talk like that back home? Do you remember back home? Das sind ja Fragen, die offensichtlich nicht auf einen Erkenntnisgewinn zielen, der Grogu irgendwas bringt. Nein, das sind Fragen, die Luke hat. Ich finde, hier wird Luke von seiner Neugier getrieben. Und natürlich, Yoda war für Luke ein immens wichtiger Mentor. Aber was wusste Luke schon über ihn? So gut wie nichts. Yoda hatte ihm offenkundig nicht erzählt, von welchem Planeten er stammt, wie es da aussieht, ob da viele kleine und große andere Yodas rumspringen und eben auch, ob die auch so gesprochen haben. Das möchte Luke für sich offensichtlich gerne wissen. Er will es aus dem kleinen Grogu rausziehen, so wirkt es auf mich. Er fragt zwar dann Grogu noch, möchtest du dich erinnern? Aber ich habe nicht das Gefühl, dass Luke Grogu wirklich eine Wahl lässt in dieser Situation. Grogu weicht auch leicht zurück, wendet sich ab und legt die Ohren an. Das ist ja ein Verhalten, das eher Ablehnung und auch Angst widerspiegelt. Nee, ich möchte jetzt nicht, scheint Grogu da zu sagen. Aber Luke hat da schon seine Hand auf Grogus Kopf und sagt, lass mich dir helfen, dich zu erinnern. Und Grogu gleitet ab in die Erinnerung an sein traumatisches Erlebnis im Jedi-Tempel. Let me help you remember. Bemerkenswert finde ich, dass uns das Autoren- und Produktionsteam um Filoni, Favreau und Co. nur minimal zeigt, wie Luke mit Grogu dieses Trauma aufarbeitet. Da sehe ich keinen einfühlsamen Luke, der fragt, na, wie geht's dir jetzt? Nee, er sagt relativ nüchtern, willkommen zurück. Und seine Lehre ist, die Galaxis ist ein gefährlicher Ort. Ich zeige dir, wie du dich verteidigst. Welcome back. The galaxy is a dangerous place, Grogu. I will teach you to protect yourself. Luke jedenfalls hat aus dem Eintauchen in Grogus Erinnerungen sein Erkenntnisinteresse nicht bedient. Er hat nichts erfahren über Grogus Spezies, ob die grundsätzlich alle so komisch sprechen wie Yoda.
Man kann das aber auch etwas weniger Luke-kritisch sehen, finde ich, als eine eher liebevolle Unterhaltung zwischen Meister und Schüler. Etwa so, weißt du, es gab da diesen Yoda, er sah so aus wie du und er sprach in Rätseln. Denn das ist auch irgendwie eine schöne Art, über Yoda zu sprechen, was Luke da macht. Es geht ja sowohl um Yodas Grammatik, seinen Satzbau, die Wortstruktur, aber es geht auch um seine Intention. Was könnte diese Intention sein? Und da bin ich wieder bei meiner These. Wenn Yoda mit verquerem Satzbau und in Rätseln gesprochen hat, könnte er sich bewusst für diese Art zu sprechen entschieden haben, um seine Auszubildenden herauszufordern, im Sinne von, macht mal langsam, hört euch genau an, was ich sage, und setzt euch damit auseinander. Yodas Sprechweise unterstützt also seine Trainingsmethode, die, die ihm zuhören, sollen aufmerksam sein und Geduld praktizieren. Geduldig, ruhig, überlegt und ausgeglichen vorzugehen gehört ja zum Ideal eines Jedi. Beispiel: Yoda verlangt von Luke erst essen, dann Jedi werden. Look, I'm sure it's delicious. I just don't understand why we can't see Yoda now. Patience! For the Jedi, it is time to eat as well. Weiteres Beispiel: Als Count Dooku Yodas Padawan wurde, lässt Yoda ihn tagelang warten, bevor es mit der Ausbildung losgeht. Hier ein Auszug aus dem Hörspiel Dooku Jedi Lost, erzählt aus der Sicht eines jungen Dooku. I go to the training garden at the allotted time to find Yoda sitting cross-legged on the floor, just meditating. I'm sorry, Master, but I thought we might begin today. I'm eager to begin my apprenticeship. I have so much to learn, Master Yoda. Master Yoda! It was the same yesterday and the day before. I might as well be talking to the statues of the four founders. And then today? Today he was floating, a meter from the floor, still with his eyes closed, still not moving, not talking. Master, have I displeased you somehow? Have I done something wrong? Why will you not talk to me? Dooku beschwert sich hier, dass Yoda tagelang nicht mit ihm gesprochen hat, und nach ein paar Tagen fand er Yoda sogar in einem Hof über dem Boden schwebend. Dooku hat er völlig ignoriert. Yoda fordert Geduld. Und er ist sich gegenüber seinen Padawanen auch nicht zu schade zu zeigen, dass er älter ist, vielleicht auch ein bisschen ungeschickt, ein bisschen tatterig. Das passt in ein Muster, wie ältere Meister nicht selten in Filmen gezeigt werden, Beispiele Mr. Miyagi in Karate Kid, Gandalf in Der Herr der Ringe, ein bisschen auch die uralte Morla in Die unendliche Geschichte, auch weiter zurück in Filmklassikern von Akira Kurosawa, John Sturges und anderen gibt es diese Varianten eines älteren Zen-Meisters. Das Konzept dabei ist auch, wir bringen den jungen Leuten, die wir ausbilden, Geduld bei, indem sie irgendwie mit uns alten Leuten umgehen müssen. Vielleicht war es auch Yodas Idee, wenn ein junges Wesen auf mich zukommt und ein Jedi werden will, werde ich es von Beginn an testen, indem ich so nervig bin, wie ich nur sein kann. Put that down. Now we... Hey! It's my dinner! How you get so big to do food of this kind? Listen, friend, we didn't mean to land in that puddle, and if we could get our ship out, we would, but we can't, so why don't you just... I cannot get your ship out. Hey, get out of there! No! Hey, you could have broken this. Don't do that. Und gerade im Kontext der Originaltrilogie ist Yoda auch eine Figur aus dem Bereich der Fantastik. Ein spiritueller Charakter. Die seltsame Kreatur, die isoliert in der Wildnis lebt und in Rätseln spricht. Die Heldencharaktere müssen auch buchstäblich Rätsel lösen, um weiterzukommen, um passieren zu können. Luke zum Beispiel kann auf seinem Pfad, ein Jedi zu werden, nur passieren, wenn er die Frage beantworten kann, warum tust du das? Warum möchtest du werden ein Jedi? Was bedeutet es, ein Jedi zu sein? Why wish you become Jedi? Hm?
Wenn Yoda in Rätseln spricht, versucht er aus meiner Sicht auch den Geist derjenigen zu öffnen, die er ausbildet. Zum Beispiel, als er Luke in die Höhle schickt. I feel cold. That place is strong. With the dark side of the Force. A domain of evil it is. Then you must go. What's in there? Only what you take with you. Was werde ich dort finden? Nur, was du mit dir nimmst. Für Luke dürfte das in diesem Moment abstrakt sein und wenig hilfreich. Yoda stößt ihm aber eine Tür auf, seine eigene Erfahrung zu machen. Die Erfahrung, dass er, wenn er aggressiv gegen Vader vorgeht, einen Teil von sich selbst tötet. Der freundliche, zugewandte Luke, der neugierig und voller Tatendrang in die Welt rausgeht und offen ist für andere Leute und gerne hilft, der kann durch Wut und Aggressivität in Gefahr geraten, vielleicht sogar zerstört zu werden. Wichtig dabei, Yoda drängt die Personen nicht dazu, Entscheidungen zu treffen. Ja, er lenkt, aber letztlich bietet er Möglichkeiten an. Selbst wenn er wie Yaddle mit sauberem Satzbau sprechen würde, würde er seine Lehren vermutlich trotzdem auf die gleiche Art und Weise vermitteln, nämlich indem er fragt, was meinst du denn zu dem, was ich gerade gesagt habe? Also er öffnet den Leuten Türen, er fordert heraus nachzudenken, so wie er Luke gefragt hat, weshalb möchtest du werden ein Jedi? Weiteres Beispiel dafür, wie Yoda den Leuten durch Fragen Angebote macht, am Ende der Klonkriege, als Ahsoka Tano Maul gefangen genommen hat, kontaktiert Ahsoka den Jedi-Rat und will noch einmal mit Anakin Skywalker sprechen. Doch Mace Windu und Yoda sagen, dass Anakin auf dem Weg zu Kanzler Palpatine ist, um ihm zu sagen, dass Grievous auf Utapau geortet wurde. Ihr kennt die Situation. Actually, I was hoping to speak with General Skywalker. I sent him to inform the Chancellor that General Grievous has indeed been located on Utapau. Master Kenobi? Engage the enemy. He has. Then the war could be over soon. That depends on the Chancellor. Mace schließt Ahsoka dann aus den weiteren Beratungen aus, indem er sie als Bürgerin abstempelt. Er sagt, I'm sorry, Citizen. Yoda dagegen bleibt Ahsoka zugeschaltet und öffnet die Konversation wieder für sie durch eine Frage. Ahsoka, more to say, have you? A message for Skywalker? No, Master. Thank you. I'll tell him myself when I see him. May the Force be with you, Padawan. You didn't tell them what Maul said about General Skywalker. No, I didn't. Yoda bietet Ahsoka hier eine offene Tür, doch Ahsoka geht nicht hindurch. Das Muster ist aber, Yoda öffnet die Tür über eine Frage. Auf der anderen Seite sagt Yoda wichtige Dinge auch mal sehr direkt. Zum Beispiel, als er Luke auf Dagobah trainiert. Luke rennt da durch den Sumpfparcours, Yoda sitzt auf seiner Schulter und doziert über die dunkle Seite. Yes, Jedi's strength flows from the Force. But beware of the dark side. Anger, fear, aggression. The dark side of the Force are they. Easily they flow. Quick to join you in a fight. Das ist alles sehr auf den Punkt gebracht, wie schnell man in Konfliktsituationen wütend werden kann und wie gefährlich es ist, sich dann von der Wut leiten zu lassen. Ich denke, jeder von uns kann das nachfühlen, wie leicht man in kleinen oder großen Konfliktmomenten aus Ärger heraus Dinge sagt oder tut, die die Situation dann nicht gerade besser machen. Yoda bietet dann wieder sehr direkt einen Ausweg an. Als Luke fragt, But how am I to know the good side from the bad? You will know when you are calm. Sinngemäß, in einer schwierigen Situation vielleicht nicht gleich sofort aus einer Aufgeregtheit reagieren, sondern erstmal runterkommen. Da ist Yoda sehr direkt. Er sagt auch zu Luke, lernen musst du Beherrschung oder beenden musst du deine Ausbildung. Ähnlich während der Klonkriege. Da gibt's auch sehr klare Appelle von Yoda an seine Klontruppen. Reese, always focused on the enemy, are you? For inspiration, look to yourself and those beside you. Check.
concerned about weapons you are. Weapons do not win battles. Your mind, powerful it is. Yoda regt hier an, ziehe Inspirationen aus dir selbst oder verlass dich nicht auf Technik, sondern auf deinen Geist. Dass Yoda hier gehäuft solche klaren Appelle formuliert, liegt sicher am Medium und der Zielgruppe dieser Serie, The Clone Wars. Ich meine, so gut wie jede Folge beginnt schließlich mit einer Moral. Plakativität gehört zum Charakter der Serie. Und wenn die Botschaft nicht anzukommen scheint, die Yoda platzieren will, demonstriert der Meister auch mal, wie es geht. Zum Beispiel, als er Lukes X-Wing aus dem Sumpf holt. Bei aller Geduld, Zugewandtheit und Offenheit gibt es für Yoda auch Grenzen. Zu sehen in Momenten, in denen er mit seinem Stock aufstampft und sagt, nein, das ist ein Fakt, den musst du lernen. Oder Yoda sagt, nein, das, was du da sagst, ist falsch. Zum Beispiel, als Luke behauptet, er sei bereit. I am ready. Ben, I can be a Jedi. Ben, tell him I'm ready. Ready are you? What knows you ready? For 800 years have I trained Jedi. My own counter will I keep. Oder als Yoda Luke vorwirft, er sei leichtfertig. Adventure. Excitement. A Jedi craves not these things. You are reckless. Aber ich bleibe dabei, was Yodas Charakter als Lehrer besonders prägt. Und das steht für mich im Einklang mit Appelle formulieren oder mit dem Stock aufstampfen. Er betet nicht einfach eine Liste von Dingen runter, die zu lernen sind, sondern er stößt eine Konversation an. Eine Dynamik aus Fragen, Antworten, Thesen, Einordnungen, Appellen und neuen Fragen. Und darin sind die Rätsel bzw. herausfordernden Fragen ein elementarer Bestandteil. Sehr gute Beispiele dafür sieht man unter anderem in Rebels, als Yoda sich mit Kanan auseinandersetzt. Die Situation ist, Kanan bekennt sich wieder zum Jedi-Tum, er hat Ezra als Schüler angenommen und jetzt werden sie bedroht durch Darth Vader und die Inquisition. Yoda spricht zu Kanan. A dangerous time this is for your apprentice. For you. I know. I can sense it. I feel as if his abilities are growing faster than I can teach him. You sense? Or you feel? I lost my way for a long time, but now I have a chance to change things. Last chance. I won't let him lose his way. Not like I did. Das Muster dabei ist, Yoda macht eine Feststellung. Gefährliche Zeit für deinen Schüler, für dich. Kanan antwortet. Yoda stellt eine Frage. Kanan antwortet. Yoda formuliert eine Warnung. Die letzte Chance. Ähnliches Muster bei Yoda und Ezra. Ezra hat sich im Jedi-Tempel verlaufen und Yoda lenkt ihn durch Fragen und Stellungnahmen. Which way is the right way? The wrong question, that is. I'm sorry, I don't understand. To be honest, I don't even know what I'm doing here. A better question, that is. Kanan said I was going to be tested, but he never said what for or why. And your master tell you everything, must he? Well, no. Your path, you must decide. Yoda fragt Ezra, muss dein Meister dir alles vorgeben? Und bringt ihn so zu der Conclusio, er müsse seinen eigenen Weg finden. Und ein Kreis schließt sich in Rebels, als Yoda Ezra die gleiche Frage stellt wie Luke Skywalker. Warum möchtest du werden ein Jedi? Und das ist für mich das idealtypische Muster für die Art und Weise, wie Yoda Erkenntnisprozesse lenkt. Tell me, why must you become Jedi? I don't know, I guess because Kanan believes I can. Ah, Kanan thinks you can. And you? Well, I'll become stronger, powerful. Ah, power you seek. I'd make the Empire suffer for everything it did, for everything it took, from my parents. I wouldn't be helpless anymore. Jedi way is revenge. Did you this your master did?
Er fragt, ah, Kanan denkt, du sollst Jedi werden. Ah, du willst Macht. Oh, der Weg des Jedi ist Rache? Hat dir dein Meister das beigebracht? No, Kanan would never. He's a good master, a great master. Then why seek you revenge? I don't. Inside you, much anger, much fear. I just want to protect myself and my friends. And this is why you must be Jedi? Yes, and not just them, everyone. I'll protect everyone. Before I met Kanan, I only ever thought of myself. But Kanan and the rest, they don't think like that. They help people, they give everything away, and I see it. I see how it makes people feel. Feel? Yes! How? Warum suchst du Rache? Ich spüre Furcht in dir. Ah, du musst Jedi werden, um deine Freunde und Familie zu beschützen? Ach, die Leute fühlen etwas durch die Taten eines Jedi. Was denn? Alive. They feel alive, like I do now. Good. Good. Ahead of you a difficult path there is, Padawan. A Jedi you may yet be. Und das ist es. Yoda spricht in Rätseln und Fragen, um Leute durch einen Erkenntnisprozess zu führen. Aber das erklärt am Ende nicht wirklich und eindeutig sein Sprachmuster. Dafür könnte man eine weitere These vertreten, nämlich Yoda konnte wirklich nicht anders sprechen. Und da spekuliere ich jetzt ein bisschen und baue das so ein bisschen in meinem Kopfkanon ein. Vielleicht wurde Yoda als junger Padawan dafür sogar ausgelacht, wie er gesprochen hat. Und um diese öffentliche Demütigung zu beenden, hat er sich entschieden, ich akzeptiere jetzt, wie ich spreche und ich praktiziere es auch konsequent. So habe ich dann die Kontrolle darüber und die Reaktionen der anderen können mir egal sein. Also öffentliche Demütigung berührt mich nicht. Und für die anderen wird sie mit der Zeit uninteressant und findet dann irgendwann gar nicht mehr statt. Das ist ein Muster, das ich selbst als junger Mensch erlebt habe. Bei mir hat dabei funktioniert, wenn Leute dich jahrelang auslachen, nimm das, worüber sie lachen, vielleicht in die eigene Hand. Im besten Fall kannst du dich so aus einer Randposition langsam in die Gruppenstrukturen integrieren und auslachen findet dann irgendwann nicht mehr statt. Und der junge Padawan Yoda hätte dafür ein paar Jahrzehnte Zeit gehabt, das erfolgreich zu praktizieren. Bei der Frage, warum Yoda so spricht, wie er spricht, lohnt es sich natürlich auch, die Personen zu fragen, die Yoda erschaffen und auf die Leinwand bzw. den Bildschirm gebracht haben. Informationen darüber habe ich unter anderem aus den Star Wars Archives, der Secret History of Star Wars und Interviews in verschiedenen Medien. Danach sprachen George Lucas und Lee Brackett in ihren ersten Beschreibungen von Yoda als Minch, 46 cm groß, eine etwas verschmitzte, gnomartige Kreatur, oder auch von einem kindhaften Wüsteneremiten. Ein bisschen eklig und schleimig, ein bisschen verrückt auch. In einem ersten gezeichneten Entwurf von Designer Joe Johnston sah Yoda dann auch aus wie eine Mischung aus Kobold und Gartenzwerg. Aufrecht stehend, mit langem Stab und Zipfelmütze. Bei der Frage, wie man Yoda dazu bringen konnte, sich zu bewegen und zu sprechen, haben die Leute bei ILM einiges ausprobiert. Sie haben unter anderem einen echten Affen ins Studio geholt. Dem Affen drückten sie einen Laufstock in die Hand, setzten ihm eine Gummimaske auf. Doch Regisseur Irvin Kershner hat das gesehen und hat gesagt, wie soll man aus dem Affen denn Wörter rauskriegen? Wie wollt ihr das denn machen? Und das war es dann mit dem Affen. Stattdessen hat dann Techniker Dennis Law einen mechanischen Yoda gebaut. Da konnten Gliedmaßen und Augen schon ferngesteuert werden. Und den wohl entscheidenden Beitrag leisteten dann der Puppenbauer Stuart Freeborn und Frank Oz, der Puppenspieler und Sprecher. Den kannte George Lucas, denn als Lucas Krieg der Sterne gedreht hat, drehte Oz mit Jim Henson zusammen, sozusagen auf der anderen Straßenseite die Muppet Show, beziehungsweise den ersten Muppet-Film. Lucas bat dann Jim Henson und Frank Oz um Hilfe und brachte sie mit Stuart Freeborn zusammen, der dann diese Mischung baute aus Yoda-Puppe mit mechanischen Anteilen. Auf Freeborn geht auch Yodas endgültige Kopfform zurück.
Er setzte das Design um und machte die Figur steuerbar, mit beweglichem Hals, Mund, Augenbrauen, Händen und so weiter. Und am Ende brauchte es bis zu 4 Puppenspieler, um Yoda zu steuern. Aber am meisten prägte wohl Frank Oz die Szenen, in denen es auf Yodas Ausdruck ankam. Oz bediente mit seinen Händen wahlweise Yodas Gesicht und Yodas Fingerspitzen. Es gibt bemerkenswerte Bilder, wie Frank Oz das demonstriert vor George Lucas, Irvin Kershner und Muppet-Schöpfer Jim Henson. Jim Henson hatte Lucas auch gefragt, ob er Yoda entwickeln und darstellen kann, doch der hatte keine Zeit, so hat es zumindest Frank Oz erzählt. Es sind noch viele andere Personen beteiligt an der Erschaffung von Yoda, darunter auch der kleinwüchsige Schauspieler Deep Roy. Er verkörpert Yoda in Momenten, in denen Yoda zu stehen scheint. Roy kniet dabei am Set, um auf die unter 50 Zentimeter zu kommen, die Yoda nur groß ist. Von vielen dieser Personen sind Aussagen dokumentiert über Yodas Art zu sprechen. George Lucas zum Beispiel erklärte sinngemäß: Es gibt Momente, da hält Yoda praktisch einen Vortrag. Er denkt an den Moment, als Yoda auf Lukes Schulter sitzt und über die Macht spricht. Und Lucas meinte, das sei für die Leute langweilig und sie würden nicht zuhören. Man müsse Yoda deswegen eine Sprechweise geben, die man zwar verstehen könne, über die man aber nachdenken müsse. Lucas meint also, erst durch die Sprechweise würden Yodas Worte faszinierend. Praktisch entwickelt haben diese Sprechweise mehrere Personen. George Lucas hat den Anfang gemacht in seinen ersten Entwürfen für Episode 5, aber richtig ausgefeilt hat Yodas Sprechweise später Drehbuchautor Lawrence Kasdan. Der hat George Lucas Texte gelesen und hat gesagt, George, das geht so nicht, und hat Yoda neu geschrieben. Es war am Ende der 4. Drehbuchentwurf für Das Imperium schlägt zurück. Die Art, wie Lawrence Kasdan da Yodas Sätze baut, findet sich zu großen Teilen im Film wieder. Zum Beispiel, ins Deutsche übertragen, heißt es im Drehbuch: Warum wünschst du werden ein Jedi? Und das klang im Film ja so. Weshalb möchtest du werden ein Jedi? Anerkennung hier übrigens für die deutsche Fassung von Episode 5, Yoda hier gesprochen von Hugo Schrader. Anderes Beispiel, wie Yodas Grammatik schon in Kastens Drehbuch sicher feststand. Dort stand: Dein Vater, mächtiger Jedi war er. Mächtiger Jedi. Klang im Film bekanntlich so. Vater? Mächtiger Jedi war er. Mächtiger Jedi. Ach, komm, hör auf. Das Drehbuch ist also ganz nah am fertigen Produkt. Und das ist nicht ganz selbstverständlich, zumal Filme sich ja bei der konkreten Dreharbeit ändern können. Gerade auch bei Das Imperium schlägt zurück, wo Regisseur Irvin Kershner ein eher kollaborativer Stil zugeschrieben wird, also eine Offenheit für das, was die Kreativen am Set noch einbringen können. Man hört und liest auch oft, dass Yodas schräge Grammatik auf den Puppenspieler und Sprecher Frank Oz zurückgeht. Aber ich würde sagen, das ist falsch. Der schräge Satzbau für Yoda, der stammt eindeutig von Lawrence Kasdan. Belege dafür sind die genannten Drehbuchauszüge und Aussagen von George Lucas, unter anderem gegenüber Paul Duncan für das Star Wars Archiv. Und Frank Oz selbst hat auch zuletzt 2021 in einem Interview erklärt, die merkwürdige Syntax sei schon im Skript drin gewesen. Nichtsdestotrotz, Frank Oz hat Yoda immer noch maßgeblich geprägt, keine Frage, in der Art, wie er die Stimme angelegt hat allein. Oz wird dann gerne zitiert mit der Aussage, er habe bei Yoda an einen eigenen Lehrer gedacht, beziehungsweise einen Lehrmeister, den er selbst mal erlebt habe. Aber ich bin mir da nicht so sicher, in jüngeren Interviews bestätigt Oz das so nicht. Hier zum Beispiel in einer Ausgabe der offiziellen Star Wars Show 2018, da erzählt Oz, wie er auf Yodas Stimme gekommen ist. I was in my trailer in Los Angeles, we were shooting the Muppet movie, the first one, and I think they showed me a lot of different sketches that could be Yoda. And there's one, I just nailed it. I just, for some reason, some characters take months or a year, and this character I just got, I don't know how. Oz sagt darin kaum was Konkretes, nichts von einem Lehrer, an den er gedacht habe bei Yoda, sondern einfach nur, er habe sofort gewusst, wie er den Charakter Yoda sprechen musste. Wie genau, wisse er auch nicht. Ja, sehr unkonkret. Oz sagt aber auch, beim Spielen von Yoda habe er etwas Profundes gespürt. What came up inside me was a profundity.
about him. There's a tremendous gravitas and sense of responsibility for being the oldest Jedi. It just also lets me as a human being see different facets of myself. Frank Oz spricht da von Profundem, von Gravitas, von einem Verantwortungsbewusstsein bei Yoda, weil er der älteste Jedi war. Das habe bei ihm selbst auch dazu geführt, dass er verschiedene Facetten an sich selbst gesehen habe. Daraus lese ich auch so ein bisschen, was mir an Star Wars wichtig ist. Also das Schräge, Witzige, Skurrile, Fantastische ist untrennbar verbunden mit dem Profunden. Und dafür ist Yoda einer der wichtigsten Repräsentationsfiguren überhaupt. Help you again? Yes? I don't think so. I'm looking for a great warrior. Oh! Great warrior? Force not make one great. Wir gehen aufs Ende dieser Folge zu, deswegen vielleicht noch ein paar Gedanken und eine Art Bilanz. Ja, Yoda hat sich möglicherweise bewusst entschieden, schräg zu sprechen, um Leute auf die Probe zu stellen. Dafür haben wir genug Belege gesehen. Für das Sprechen in Rätseln auf jeden Fall. Für das Sprechen mit falscher Grammatik, da wäre ich mir nicht so sicher. Denn es ist ja nicht so, dass wenn der Unterricht im Padawan-Klassenzimmer zu Ende ist, dass Yoda sich dann mit den anderen Jedi-Meistern an die Bar stellt und mit seiner normalen Stimme sagt, boah, ey, das war wieder ein Tag heute. Nee, im Gegenteil. Auch wenn er zum Beispiel mit Mace Windu oder Ben Kenobi in einigermaßen auf Augenhöhe-Situationen ist, also von Meister zu Meister spricht, spricht Yoda weiter so mit komischer Grammatik. Und die Situation in Attack of the Clones, als die Klonkriege losgehen und Yoda den Befehl gibt, around the survivors a perimeter create, da ist er wirklich alles andere als in einer Lehrsituation Meister-Schüler. Wenn Yoda irgendwo sein in Anführungszeichen normales, ernstes Sprechverhalten anwenden würde, dann wäre es doch hier in solchen Situationen an der Front. Macht er aber nicht. Deswegen, ich neige dazu zu sagen, am Ende ist das die Art und Weise zu sprechen, die für Yoda passt. Worauf er vielleicht auch ein bisschen stolz ist, zumal Yoda auch ein Wesen ist, das die Unterschiede von Personen anerkennt und zelebriert. Es gehört für mich zum Vibe von Yoda dazu, dass Personen einzigartig und anders sind, aber doch auch mit dem großen Ganzen verbunden sind. Gleichzeitig sehe ich hier wieder ein spannendes Zusammenspiel zwischen unserer echten Welt und der fantastischen Welt von Star Wars. In dem Moment nämlich, in dem Luke sagt, Yoda sprach in Rätseln, nimmt er ein Thema, eine Frage aus unserer Welt auf und überträgt sie in die Star Wars-Galaxie. Also die Leute da haben sich auch gefragt, warum Yoda so komisch sprach. Und auf der anderen Seite reflektiert das, was in der fantastischen Welt von Star Wars passiert, in unsere Welt. Yoda spricht mit Luke darüber, was es bedeutet, ein Jedi zu sein. Gleichzeitig spricht er zu uns Zuschauenden. Was ist denn mit euren Ambitionen? Was ist mit eurer Geduld? Wollen wir zusammen mal darüber nachdenken? Es ist für mich Teil der Anziehungskraft von Star Wars, dass ich als Zuschauer mir daraus was mitnehmen kann. Und klar, Yoda ist aus dem Werkzeugkoffer des Geschichtenerzählens die Figur, die dem Helden bei der Selbstfindung hilft. Irvin Kershner, der Regisseur von Episode 5, hat gesagt, Yoda sei das Herz des Films. Er habe seine Ängste, seinen Zorn und sein Ego bezwungen und was für ihn wichtig sei, sein Wissen, Tun und Fühlen. Und da ist Yoda für mich auch ein Rollenbild eines guten Lehrers. Weise, geduldig, nett, auf Augenhöhe, nicht aufdringlich in seinen Lehren, sondern durch Fragen anleitend, wenn es sein muss, aber auch hart und klar. Und vor allem nicht frei von Fehlern. Und eine Person, die aus ihren Fehlern gelernt hat und diese Erkenntnisse weitergibt. Gepaart mit einer gewissen Demut. Meine Weisheit hat Grenzen. So wie er es in Episode 8 sagt, sinngemäß, eines Tages kommen junge Leute, die es besser wissen als wir Alten. Luke, we are what they grow beyond. That is the true burden of all masters. Und ich finde, dass Star Wars sich da in den vergangenen Jahren auch selbst kommentiert hat bei der Frage,
wer war Yoda und warum war er so? Und zwar, es gibt in der Serie Rebels Staffel 2 einen Moment, da unterhalten sich Ezra und Ahsoka über Yoda. You knew Master Yoda? Yes. He taught almost all of the younglings in the temple at one point or another. Kanan described him to me. Small, green and wrinkly with pointy ears. Da passieren ja zwei Dinge. Ezra hebt auf die äußerlichen Merkmale von Yoda ab. Klein, grün, verschrumpelt, spitze Ohren. Das ist ja genau die Ebene, auf der die Frage liegt, warum hat er so komisch gesprochen? Das ist vielleicht an der Oberfläche. Was ich noch wichtiger finde, Henry Gilroy, der Autor dieser Folge, lässt Ahsoka hier sagen, Yoda hat uns alle an dem ein oder anderen Punkt mal unterwiesen. Sagt Ahsoka das nur über sich selbst und die anderen Younglings im Tempel? Oder sagt sie das auch über uns Zuschauenden, dass wir auch alle hier mal in irgendeiner Form von Yoda berührt und unterrichtet wurden? Und dann kriegt die Unterhaltung den Schlenker, wie Yoda wirklich war, das wusste niemand so richtig. But he didn't know what he was really like. I'm not sure anyone did. He was wise, kind. But when I was young, he seemed happier. As the Clone War dragged on, he carried a great burden, a deep sorrow. As if he knew before anyone else that one time was ending and another beginning. Und die Feststellung, dass niemand wirklich so genau weiß, wer Yoda ist, das ist für mich ein zentraler Punkt. Man kann vielleicht sagen, die Idee zu der Figur hatten George Lucas und Lee Brackett, umgesetzt haben sie Joe Johnston, Stuart Freeborn, Frank Oz und andere, die komische Grammatik hat Lawrence Kasdan geschrieben und dass Yoda gerne Fragen und Rätsel formuliert, ist Teil seiner Funktion in der Geschichte. Trotzdem gibt es für mich keine endgültige, allumfassende Antwort auf die Frage, warum in Rätseln Yoda spricht. Da bleiben Restfragen, wie zum Beispiel die Frage vom Anfang. Warum hat Yaddle anders gesprochen als Yoda? Könnte Yoda anders sprechen, wenn er wollte? Und das ist so ein Fall, bei dem ich sage, das ist schön so. Das darf gerne offen bleiben. Die Figur Yoda gehört zu einem Mysterium und ist an sich ein Mysterium. Das ist ein wichtiger Teil ihrer Kraft. Es ist ein wichtiger Teil der Magie von Star Wars. Nothing more will I teach you today. Clear your mind of questions.